Ja, München hat wieder ein Rockfestival. Endlich, lange hat es gedauert, wir können hier wieder Rockfeste feiern. Einiges ist hier am Start. 20 Kilometer Kabel wurden verlegt. Das ist so viel wie von hier bis 20 Kilometer weiter weg. Wahnsinn. Die Bühne, allein die Mainstage im Olympiastadion, 1200 Quadratmeter hat dieses Riesenteil. Aber für mich, was das Ausschlaggebende macht für mich bei so einem Festival, ist das Campen. Ich als Festivalgeher, ich gehe auf so ein Festival, weil ich den Campingplatz habe. Fehlt da nicht irgendwas? Das auf jeden Fall. Das Festival-Feeling stellt sich nicht so ein, eben wegen dem vielen Camping. Es ist kein Festival, wenn man nicht campen darf. Wenn man nicht campen darf, ist es kein Festival. Ja, es ist so. Man muss direkt dran sein an der Sache. Ja, das Camping fehlt extrem. Ich meine, ich muss sagen, bei mir ist das Problem, wir haben Katzen, also ich, meine Freundin, wir haben Katzen, wir haben einen Hund, wir müssen darauf aufpassen, heißt, wir müssen abends wieder zurück. Gut, wäre auch mit Camping scheiße, aber allgemein, dass hier einfach nicht die Möglichkeit besteht, einfach mal sagen zu können, hey, ich baue mein Zelt auf und chill mein Leben und ja, sauf mich zu. Ja, aber München, das ist München. Sie ist Ur-Münchnerin, also sie kann sagen, wie spießig es hier ist. Also jetzt am Grill sitzen und eine Hühnernudeltopf erstmal auf den Grill stellen, wäre eigentlich geil. Tja, Tatsache ist, dass wir einfach das Festival nicht machen hätten können, wenn wir Camping angeboten hätten, weil dann hätten wir es nicht genehmigt bekommen. Wir uns einfach damit arrangiert haben und das Konzept aber auch dann so aufgebaut haben, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht gibt es auch Leute, die nicht unbedingt zelten wollen, die vielleicht auch zu Hause schlafen wollen und die vielleicht ganz froh sind, dass sie eben ein urbanes Festival haben und in der Stadt München sind. Natürlich gibt es Kritiken von eben Leuten, die gerne Festivalsituationen haben, die vielleicht auch von weiter anreisen. Aber wie gesagt, es ist, dann hätte es das Festival gar nicht gegeben. Ja, 410.000 Watt hat allein die Anlage im Stadion. So als Beispiel eine Philips Heimkinoanlage hat 200 Watt, so um den Preis 800 Euro. Da kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie laut das hier sein könnte. Laut wird es auch noch eine Zeit. Es läuft nämlich noch ein bisschen. Und Sie können sogar noch vorbeikommen. Also, warum zu Hause auf der Couch sitzen, ne?